Das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Ich habe dir doch gesagt, ein Shoppingbummel bei Sonnenschein ist genau das Richtige gegen Familienstress. Ja, ich will gar nicht wissen, was als nächstes passiert zu Hause. Ansgar und Sebastian lassen das bestimmt nicht auf sich sitzen, dass Hagen weiter Firmenchef bleiben wird. Ja, warte mal, bis es soweit ist. Schau lieber mal darüber. Da steht noch eine viel bessere Ablenkung. Das ist doch Ben Schöne. Der junge Mann, mit dem du erst kürzlich eine heiße Affäre hattest. Ach komm. Nachdem er unseren Venedig-Trip einfach so mir nichts, dir nichts hat platzen lassen und nie wieder was von ihm gehört. Ach, du bist auch so ein belanglose SMS. Na ja, dann habt ihr euch ja jede Menge zu erzählen. Charlie. Du hast gesagt, dass ihr so viel Spaß hattet. Der Sex mit ihm war fantastisch. Das hab ich nie gesagt. Aber ja, er war's. Na also, wenn das kein Argument ist. Na komm, was hast du zu verlieren? Gib mir die Tüten. Charlie, ich mach mich nur lächerlich. Ben? Elisabeth, das ist ja eine Überraschung. Ach, das gibt's ja nicht. Hey. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Also ich glaube nicht halb so gut wie dir. Es ist umwerfend aus. Danke. Ja, das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, dass du viel im Ausland bist durch deinen Job als Restaurator. Seit wann bist du denn hier in Düsseldorf? Ach, seit ein paar Tagen. Sonst hätte ich mich gemeldet. Da ist unsere Begegnung wohl Schicksal. Sorry, ich bin ein bisschen spät. Kein Problem. Das ist Elisabeth von Lahnstein, eine Bekannte. Hallo. Hallo. Ja, entschuldige, ich will euch auch gar nicht länger stören. Meine Freundin Charlie wartet da hinten. Ah. Aber es war schön, dich wiederzusehen. Tschüss. Tschüss. Danke, John. Sehr gern. Ich habe mich komplett lächerlich gemacht. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Ach, warum denn? Weil du guten Tag gesagt hast? Weißt du, womit du dich lächerlich gemacht hättest, wenn du einfach vorbeistolziert wärst und Ben hätte dich womöglich erkannt? Ja, da hast du auch wieder recht. Trotzdem, irgendwie war es seltsam. Ja, weißt du, was seltsam war? Dass du so kurz angebunden warst. Ich habe sogar auf die Entfernung gesehen, dass Ben enttäuscht war. Charlie, fang nicht an zu interpretieren. Ben war hin und weg von dir, das ist eine Tatsache. Und du bist eine tolle Frau. Daran hat sich nichts geändert. Also ich hoffe, das ist jetzt keine allzu große Enttäuschung. Aber ich wollte nicht Bella kennenlernen, sondern sie. Das war eine sehr schöne Nacht. Ja, das fand ich auch. Du hörst von mir. Das ist ein Versprechen. Es war ein kleines, feines, schönes Abenteuer, mehr nicht. Und hallo? Ich saß ja praktisch schon im Flieger, als er die Venedig-Reise abgesagt hat. Also das ist nicht gerade die feine englische Art. Nein, das ist es nicht, aber hast du damals nicht gesagt, er musste einen wichtigen Auftrag annehmen? Vielleicht hatte er aber auch einfach keine Lust mehr auf diese Affäre und war zu feig, es mir zu sagen. Naja, das ist Spekulation. Find das raus. Charlie, hast du nicht die junge Frau an seiner Seite gesehen? Ben hat jetzt offensichtlich eine Freundin in seinem Alter. Das kannst du doch gar nicht wissen. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde ihn anrufen und mich auf einen Kaffee verabreden. Ja, du, aber das mache ich ganz bestimmt nicht. Nein, mach mich doch nicht zum Obst. Ach, übrigens, auf der Düsseldorfer Bekleidungsmesse im Frühjahr können wir eine Standfläche von 30 Quadratmetern bekommen. Hm, ja, für die kleinen Teilchen wird's reichen, oder? Also ist das in Ordnung, ja? Dann sag ich zu. Ja, gerne. Ach, hatte wohl jemand Sehnsucht? Hm? Na, das hat mir gerade noch gefehlt. Schicksal. Nein, das ist frech. Muss er mit seiner neuen Flamme hier ausgerechnet zum Schneiders kommen? Ich bitte dich, das Schneiders ist eines der besten Restaurants in Düsseldorf. Warum sollte er nicht hierher kommen? Weil er weiß, dass du meine Freundin bist. Vielleicht gerade deshalb. Was, wenn das gar nicht seine neue ist, sondern er auf der Suche nach seiner alten Flamme ist? Ach, du meinst, er ist meinetwegen hier, ja? Sehr witzig. Das kannst du ihn ja jetzt fragen. Kommt er auch noch hierher? Hallo, Elisabeth. Ich hatte gehofft, dass ich dich hier treffe. Du warst vorhin so schnell weg. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob deine Nummer noch stimmt. Tut sie. Darf ich dich dann zum Essen einladen?
Hallo. Oh, das ist Verena. Sie ist eine alte Studienkollegin von mir und Kuratorin einer Biedermeier-Ausstellung, die nächstes Jahr hier im Museum zu sehen sein wird. Elisabeth von Landstein. Hallo. Hallo. Verena hat mich beauftragt, ein paar Ausstellungsstücke wieder auf Vordermann zu bringen. Und da haben wir uns heute mal getroffen, um die Details zu besprechen. Ja, das stimmt. Aber ich müsste dringend mal telefonieren. Ist das okay? Okay. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Darf ich dich anrufen? Ja, warum nicht? Du weißt gar nicht, wie sehr ich das bereut habe, dass unsere Venedig-Reise ins Wasser gefallen ist. Ich habe so oft an dich denken müssen. Habe ich aber nicht getraut, dich anzurufen, weil, ja, weil so eine kurzfristige Absage eigentlich völlig inakzeptabel ist. Ja, das war's. Dann darf ich dich nicht zum Essen einladen? Und was hältst du davon, wenn du mir nach deiner Besprechung einen Besuch abstattest? Ich habe da noch so ein altes Möbelstück, das wollte ich schon lange restaurieren lassen. Gerne. Passt es dir um 4? Ja, das ist perfekt. Schön. Bis dann. Ja, bis dann. Und? Kann sein, dass ich das kleine Intermezzo verlängere. Dieses Möbelstück ist unglaublich gut erhalten und sehr gepflegt. Was willst du denn daran restaurieren? Na ja, also, der Lack, der hat schon so ein paar Kratzer. Ein bisschen Möbelpolitur bekommst du die ganz leicht weg. Wirklich? Dann hättest du ja gar nicht kommen müssen. Vielleicht ja doch. Wie lange bist du noch in der Stadt? Ich muss heute Abend weiter nach München. Das sollte reichen. Bitte vielmals um Verzeihung, Gräfin. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört und ich bin eigentlich auch gar nicht mehr hier. Bin schon weg. Ich dachte, sowas gibt's nur im Film. Wo kommt der denn her? Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich aus der Bibliothek. Das ist sein Heiligtum. Er verbringt Stunden damit, die Bücher abzustauben. Oh, das ist ja echt ein schräger Vogel. Er sagt, es hat so was Meditatives. Oh Gott, der arme Justus. Der kann mir doch jetzt tagelang nicht mehr in die Augen sehen. Na, das geschieht ihm recht. Schließlich hat er uns gerade unterbrochen. Noch dazu, als es ganz besonders schön war. Spricht ja nichts dagegen, da weiterzumachen, wo wir gerade aufgehört haben, oder? Genauso schön, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja, das war's. Boah, ich muss los. Ich muss noch packen, bevor mein Zug geht. Oh, ist aber schade. Ich melde mich bei dir, so wie ich wieder in Düsseldorf bin. Ja, tu das. Und das nächste Mal ziehen wir uns vielleicht besser in deine Gemächer zurück. Damit wir euren livrierten Pinguin nicht wieder zu Tode erschrecken. Hey, mach dich nicht lustig über Justus. Der mag etwas speziell sein, aber er ist absolut loyal.
Ah. Vielleicht ist er ja insgeheim in die schöne Gräfin verknallt. Nein, Justus doch nicht. Er ist ein Butler der alten Schule. Diskret, treu und protektiv. Möchten Sie ins Kaminzimmer? Ja. Das geht jetzt nicht. Aha, und warum? Die Gräfin ist beschäftigt. Sie hat einen wichtigen Termin. Ich will nur schnell mein Tablet rausholen. Tut mir sehr leid, aber das geht jetzt nicht. Justus, ich brauche 2 Sekunden. Und ich bin mir ganz sicher, dass Elisabeth nichts dagegen hat. Es tut mir sehr leid, aber ich habe strikte Anweisungen, dass niemand den Raum betreten darf. Wenn die Gräfin fertig ist, dann bringe ich Ihnen Ihr Tablet auf Ihre Suite. Versprochen. Aha. Das reinste Irrenhaus hier. Vielleicht klappt es ja demnächst doch noch mit unserer Venedig-Reise. Das wäre wunderschön. Ich kenne dein wunderschönes Hotel. Ein altes Palazzo, sehr prunkvoll eingerichtet. Mit Blick auf den Canal Grande. Das klingt ja traumhaft. Danke. Und nachdem wir ein paar Tage lang die Stadt erkundet haben, könnten wir auch Ausflüge auf die benachbarten Inseln machen. Es gibt da so viel, was ich dir gerne zeigen würde. Langsam. Wir wissen doch gar nicht, ob wir einen gemeinsamen Termin finden. Ich werde nicht locker lassen.